Für die deutschen Hersteller ist besonders im Premium-Segment der japanische Markt ein zwar kleiner, aber wichtiger Markt. Dies honoriert Porsche damit, dass man die nächsten Neuheiten des Hauses nun im fernen Nippon erstmals zeigt. Tokio ist für uns eine sehr wichtige Messe, weil der japanische Markt für uns ein ganz wichtiger Markt ist. Gerade bei Sportwagen haben wir hier einen sehr hohen Anteil, etwa ein Drittel. Alle 911er, die wir hier verkaufen, gehen in den japanischen Markt und es ist mehr als doppelt im Vergleich zum gesamten Durchschnitt weltweit. Auch mit anderen Fahrzeugen, Macan, der das bestverkaufte Modell hier in Japan darstellt, haben wir richtig guten Erfolg. Porsche hat den 911 in vielen Punkten überarbeitet. Den Basis-11er sahen wir bereits auf der IAA. Nun folgten die Allradmodelle. Mehr als jeder dritte Käufer eines Porsche 911 entscheidet sich für den Sportwagen mit Allradantrieb. Und jetzt gibt es nochmals ein Plus an Sportlichkeit und Komfort bei der jüngsten 11er-Generation. Die neuen Turbomotoren leisten mehr und verbrauchen weniger. Der weiterentwickelte Allradantrieb steigert die Dynamik und Fahrsicherheit. Eine noch größere Spreizung der Fahrwerksabstimmung bietet das serienmäßig adaptive PASM-Fahrwerk mit 10 mm Tieferlegung. Erweiterte Funktionen im Innenraum bietet das serienmäßige Connectivity- und Infotainment-System Porsche Communication Management, PCM, mit einer vereinfachten Bedienung und Multitouch-Monitor. Die Allradmodelle übernehmen nicht nur die zahlreichen optischen Verfeinerungen der neuen 911 Carrera-Generation, sondern setzen sich auch durch eigenständige Merkmale ab. So wirkt das Leuchtenband zwischen den Heckleuchten durch seine jetzt betont dreidimensionale Form besonders plastisch. Bei eingeschaltetem Licht verstärkt sich diese Tiefenwirkung. Das Leuchtenband unterstreicht zudem das typische Format des Allrad-11ers, deren hintere Kotflügel sich wie bisher insgesamt 44 mm weiter nach außen wölben. Weitere Erkennungsmerkmale der neuen 911er-Generation reichen von den Scheinwerfern mit 4-Punkt-Tagfahrlicht über schalenlose Türgriffe bis zum neu gestalteten Heckdeckel mit vertikalen Lamellen und neuen Heckleuchten. Sehr beliebt sind in allen Porsche-Baureihen die GTS-Modelle. Nur der Macan war bislang nicht als GTS lieferbar. Dies wird sich ab sofort ändern. Der Macan GTS ist das emotionale Fahrzeug, das emotionalste Fahrzeug bei uns in der Modellreihe. Ist angesiedelt zwischen dem Macan S und Macan Turbo. Und wir sagen zu dem GTS als solches, das ist der Sportsman in der Modellreihe gegenüber dem Gentleman, der Turbo, wie wir ihn eben halt bezeichnen. Mehr aktiver, mehr Querdynamik und das zeichnet den GTS aus. Also wir haben mittlerweile bei Porsche eine Philosophie über alle Baureihen, die GTS-Philosophie, sodass wir uns daran anlehnen und auch hier den Macan GTS gemäß dieser Philosophie dargestellt haben. In Tokio steht der Macan GTS, extrem sportlich und auch als solcher sichtbar. Hier der GTS hat 20 PS mehr als das S-Modell, also mit 360 PS und 500 Newtonmeter hat er auch 50 Newtonmeter mehr als das S-Modell und damit eben halt sehr agil, lässt sich sehr gut in den Kurven bewegen, hat 20 Zoll Bereifung und damit kann er natürlich eben halt hohe Seitenkräfte aufbauen, was er gerne macht und mit einem sportlich applizierten Fahrwerk und einer strafferen Dämpferabstimmung und noch 15 mm Tieferlegung ist er geradezu ein Kurvenräuber und das macht wahnsinnig viel Spaß und emotional über die Sound-Abgasanlage, die auch serienmäßig beim GTS vorhanden ist, hat man nicht nur ein gutes Fahrgefühl, sondern eben halt auch was für die Ohren. Also er hört sich auch sehr klasse und knackig an.